Okay. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich heute ganz, ganz, ganz riesig, muss ich mal sagen, dass ich die liebe Karin wieder hier bei mir in meinem Online-Studio sitzen habe, sozusagen. Und mit dir, Karin, habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Das ist vor ein, zwei Jahren, haben wir das hochgeladen. Da ging es um chemiefrei Leben. Genau. Damit hast du dich auch schon seit ein paar Jahren beschäftigt, einen ganz fantastischen Kurs entwickelt. Chemiefrei Leben, also chemiefrei Haushalt, chemiefreie Körperpflege, wirklich ein wunderbarer Kurs. Ja. Und was ich auch toll finde, du hast ja auch zusammen mit dem Fabian von Lebenskraft pur Zahnpulver entwickelt. Du bist eine holistische Zahnmedizinerin und bei Lebenskraft pur gibt es ganz tolle Zahnpulver, auch für Kinder. Also meine Kinder lieben das Zahnpulver. Genau, das, also aus vielen Zutaten. Und auch die Zahnkristalle, das hast du ja mit ins Leben gerufen, die Zahnkristalle aus Birkenzucker, also sind meine Jungs auch ganz große Fans davon. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch Zitrone. Ja, das war mein Impuls. Ja, weil, also mein Liebster hat dann wirklich gesagt, ja, die Zahnkristalle, naja, muss ich doch jeden Tag eins nehmen, aber bei Zitrone hat er gesagt, schmeckt die Zitronenkuchen, weil man das auch so assoziiert. Und warum hast du das ins Leben gerufen, die Zahnkristalle? Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute wieder mit dir sprechen darf. Es ist mir wirklich auch eine Freude, immer wieder hier zu sein. Und ja, die Zahnkristalle sind natürlich die ersten, die wir gemeinsam, Lebenskraft pur und ich, ins Leben gerufen haben. Die sind sehr, sehr wirksam. Aber das Ding ist, die schmecken nach nichts. Die schmecken einfach nur süß. Und ich habe immer wieder dieses Feedback bekommen, ach, kann man da nicht irgendwie einen Geschmack reinmachen? Und das Problem hing an dem Produzenten. Es gibt nur einen Produzenten, der diese Kristalle in dieser Form pressen kann. Der hat auch die Anlage patentieren lassen. Also das ist ein ziemlich kompliziertes Ding. Und der hat immer gesagt, ach ja, und jetzt muss ich jetzt auch noch mal für euch extra noch Geschmack da reinmachen. Und der hat sich so ein bisschen davor gedrückt. Und dann haben wir aber so einen Druck gemacht, und ich habe gesagt, es darf halt nur Natur rein. Also es dürfen keine Aromen da rein. Ich hätte gerne ätherische Öle da drin. Und wenn, dann eben 100% naturreine ätherische Öle. Mhm. Du weißt, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Und ja, und dann hat es eben fast ein Jahr gedauert, bis der das endlich umgesetzt hat. Und in diesem ja, Sommer war es dann soweit. Und dann durfte ich, hat er mir hier solche, ja, Beutel geschickt zum Probieren und da gab es noch Unterschiede und bei der Einmischung, da hat meine Familie sofort geschrieben, ja, das schmeckt so gut und ich muss ehrlich sagen, ich liebe die inzwischen auch so sehr. Also ich meine, die blauen sind toll und wirksam, aber die gelben sind wirklich vom Geschmack viel leckerer. Und gerade für Kinder, also nach dem Zähneputzen, also meine Jungs putzen aktuell mit dem Zahnpulver und dann putzen Zahn. Also meine Jungs, die sind 14, die haben auch noch keine Karies. Ich weiß, es hängt auch noch an anderen Faktoren. Das ist ja nicht nur das Zähneputzen. Genau. Da ist kein anderer so gut wie du. Also du hast dich ja intensiv damit beschäftigt. Und heute wollen wir ja auch über holistische Zahnheilkunde oder sprechen. Oder so diese Thematik. Du hast auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich will aber noch ein ganz anderes Buch kurz zeigen. Das habe ich mir nämlich kürzlich von dir gekauft. Naschen erlaubt, zuckerfreie Süßigkeiten für die ganze Familie, wie sie ihre Zähne stärken, Karies vermeiden und ohne Verzicht gesunder leben. Also sind auch ganz tolle Rezepte drin. Und ich sage aber gleich, ganz tolle Rezepte, aber die sind nicht alle vegan. Also sind auch Rezepte dabei für Menschen, die auch tierische Produkte konsumieren, aber wirklich sehr hochwertige Rezepte, muss ich sagen. Und meine Jungs sind ja zum Beispiel auch keine Veganer, die essen auch, konsumieren auch mal Eier oder Ghee. Und da werde ich auf alle Fälle auch mal ein Rezept aus deinem Buch ausprobieren. Also für alle, die ja eben einfach mal gesund naschen wollen, mal wirklich eine Alternative zu diesem Industriezucker haben wollen, ist das wirklich ein sehr gutes Buch. Kann ich sehr empfehlen. Und du hast ja jetzt ein neues Buch auch herausgebracht. Ganzheitlich gesunde Zähne. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube auch, in der westlich zivilisierten Welt gibt es kaum Menschen, die keine Probleme mit den Zähnen haben. Jeder hat schon mal, oder viele, es gibt ja auch viele, die schon mal eine Zahnspange haben oder die Weisheitszähne müssen gezogen werden oder Karies oder sogar ein Implantat oder eine Brücke. Es gibt mittlerweile so viele Menschen, die da Probleme haben. Und deswegen finde ich das schön, dass du dich so intensiv für die holistische Zahnheilkunde einsetzt. Also, ich muss das kurz korrigieren.
es ist nicht die holistische Zahnheilkunde, weil ich andere Wege gehe. Also es gibt die ganzheitliche Zahnheilkunde. Das ist wirklich etwas, was man nach dem Studium noch als Weiterbildung und als Qualifikation on top setzen kann. Ich habe auch viele Weiterbildungen auf dem Gebiet. Also ich habe ja über 22 Jahre in der Praxis gearbeitet, bevor ich 2014 mich von der normalen Zahnmedizin verabschiedet habe, meine Praxis aufgegeben habe und andere Wege gegangen bin. Und ich nenne es die holistische Zahngesundheitsbetrachtung ins Leben gerufen, weil es noch mehr inkludiert als die schulmedizinische Betrachtung, sagen wir es mal so. Also die ganzheitliche Zahnheilkunde ist ja auch noch auf körperlicher Ebene und auch ja evidenzbasiert, also das, was heute ja erfordert wird oder nachgefragt wird. Und die holistische Zahngesundheitsbetrachtung ist eben nicht von der Schulmedizin unterstützt, aber ich exkludiere nicht die Schulmedizin. Also für mich heißt holistische Betrachtung alles mit einbeziehen auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Und auf der körperlichen Ebene hat die Schulmedizin mit ihrem reparativen Ansatz auch ihre Berechtigung. Ja? In manchen Fällen brauchen wir den Wiederaufbau. Ja? Wenn ein Haus zusammengebrochen ist, dann braucht es wieder ein Aufbau und eine stabile Grundlage. Und so sehe ich das eben bei der Zahnmedizin heute noch in Zeiten, in denen wir tatsächlich noch so viele Probleme mit den Zähnen haben. Aber das Wichtige ist, dass wir das Fundament stabilisieren. Und das macht eben die klassische Zahngesundheitsbetrachtung nicht. Die guckt wirklich nur auf die körperliche Ebene, auf die Reparatur. Aber ich vergleiche es immer gerne mit einem Eisberg. Also das Körperliche ist das, was aus dem Wasser rausschaut, was wir als Eisberg wahrnehmen, sehen können. Aber unter der Wasseroberfläche, da ist ein viel größerer Anteil. Ja, also mehr als doppelt so groß sogar. Und das ist der Geist- und Seelenanteil, also von Körper, Geist und Seele. Und da fängt es relativ früh an, instabil zu werden. Also das ist wie wenn in einem Fundament eines Hauses Erschütterungen sind, dann kommt es vielleicht zu Spannungsrissen, die sich dann fortführen im Haus. Man sieht es im Haus oben noch nicht, aber die Spannungsrisse sind da. Und je mehr das im Untergrund anfängt zu brodeln und zu wackeln, umso eher kracht oben was ein. Aber es kracht oben ein, weil es unten instabil geworden ist. Und das ist eben auch in der Therapie wichtig, dass wir nicht nur oben reparieren und ausspachteln, sondern dass wir unten erstmal das ganze Fundament wieder stabilisieren. Dann ist das, was oben gebaut wird, auch langfristig stabil. Und in der Praxis habe ich das halt immer wieder erleben dürfen. Ich habe immer wieder Fälle gehabt, die waren mit dem schulmedizinischen Ansatz nicht erklärbar. Und ich habe immer wieder gesucht nach Antworten. Habe eine Akupunkturausbildung gemacht, habe in der traditionell chinesischen Medizin mich weitergebildet, in der Homöopathie und habe überall schon Antworten bekommen. Habe eine Hypnoseausbildung gemacht. Da habe zum Beispiel die Kraft der Gedanken, die habe ich da schon wahrnehmen dürfen. Aber es hat noch etwas gefehlt, also bei diesem ganzheitlichen Konstrukt. Und das habe ich erst, nachdem ich in der Praxis aufgehört habe zu arbeiten, durch meinen eigenen Prozess. Also ich bin auch krank geworden und habe einen Gesundungsprozess durchlaufen. Und da ist mir aus meiner eigenen Erfahrung aufgefallen, hey, es gibt ja noch was, wo wir unseren Fokus vielleicht drauf richten sollten, nämlich auf die emotionale Ebene, auf die Seelenebene, wie man es auch nennen kann. Also in Neurowissenschaft, sprechen heute sogar schon von der Medizin der Emotionen. Also man kann auch nachweisen, dass es eine Herz-Hirn-Achse gibt zum Beispiel. Wir wissen heute, dass es das sogenannte Herzhirn, das Darmhirn und das Hirn hier oben gibt. Also es gibt so viele Erkenntnisse auch in der traditionellen Medizin inzwischen, die eben dieses Körper-, Geist- und Seelenkonstrukt auch darlegen und bestätigen. Und erst als ich diese Ganzheit sozusagen entdeckt habe, da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen und ich kann inzwischen viele, viele Dinge erklären,
auf körperlicher Ebene, die ich vorher mit meinem schulmedizinischen Ansatz eben nicht erklären konnte. Und da versuche ich eben Aufklärungsarbeit zu tätigen. Ja. Und ich hatte schon kurz angedeutet, einfach nur Zähne putzen oder so, auch vielleicht gesunde Ernährung ist das eine, aber das ist nicht alles. Ja, gewisse genau. Probleme mit den Zähnen zu erklären. In deinem Buch, was erwartet den Leser eigentlich in deinem Buch? Was hast du? Ich weiß, dass es sehr umfassend ist, dass du sehr. Ja, also ich nenne es das Basiswerk für die holistische Zahngesundheit, ja, weil es wirklich so eine Grundlage bietet für alle Menschen, die noch überhaupt keine Vorstellung davon haben, was könnte ich denn damit meinen. Und ich leite den Leser im Grunde durch die verschiedenen Ebenen durch, körperliche, geistige und seelische Ebene, und gebe vor allem sofort praktische Tipps, wie man es selber für sich verändern kann. Also für mich ist es immer wichtig, dass es sehr leicht umsetzbar ist. Also auch bei dem anderen Buch, was du eben genannt hast, die Rezepte, die ich weitergebe, sind immer Rezepte aus meiner eigenen Küche. Also das, was ich selber auch mache, das gebe ich weiter. Und als Mutter von 4 Kindern muss es bei mir immer schnell sein. Also schnell gehen und einfach gehen. Und so sind meine Rezepte auch. Und insofern sind auch alle Tipps, die ich gebe, da gucke ich immer drauf, dass es einfach umsetzbar ist, weil eben in der Praxis ich sehr oft erlebt habe, wenn ich irgendwie gesagt habe, machen Sie dies oder jenes, und es zu kompliziert wurde, dann hat der Patient es eben nicht umgesetzt. Und also mir ist es lieber, er macht es nicht so hochprofessionell, also jetzt, wenn es um ein Rezept zum Beispiel geht, nicht so ein super tolles Gourmet-Rezept, aber wenigstens also eine Mampe-Pampe übertrieben, ja, in den Mixer geschmissen und alle wichtigen Nährstoffe drin, ist besser als irgendwie so ein super tolles Gourmet-Rezept gezaubert. Also es geht auch um Wildkräuter, weil da haben wir beide ja auch unsere Schnittmenge. Ja? Und was ganz interessant ist, ich habe die Wildkräuter, natürlich grundsätzlich mal über Wildkräuter was geschrieben, aber ich habe dann die Wildkräuter den bestimmten Zahngruppen zugeordnet, weil es war für mich irgendwie mal spannend zu gucken, gibt es da auch bestimmte Wildkräuter, die eine bessere Wirkung nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf energetischer Ebene haben. Also Pflanzen haben ja auch eine Schwingung, und es geht natürlich beim holistischen Ansatz auch um Energie. Ja, also es geht um Meridiane und um einen Energiefluss, und das kann man mit Wildkräutern eben auch unterstützen. Und dann habe ich die mal kinesiologisch alle zugeordnet zu den bestimmten Zahngruppen, und dabei ist eine Tabelle rausgekommen, die man dann eben, da kann man gucken, okay, ich habe jetzt zum Beispiel am Zahn so und so ein Problem, welches Wildkraut ist denn da super? Und daraus habe ich dann Smoothie-Rezepte, grüne Smoothie-Rezepte mit Wildkräutern entwickelt, die kann man dann, also zum Beispiel für die Eckzähne, für die kleinen Backenzähne im Oberkiefer, für die Backenzähne im Unterkiefer, für die Schneidezähne und so weiter, findet man dann Rezepte. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann geht es natürlich um die natürliche Zahnpflege. Wie kann ich mit natürlichen, essbaren Substanzen eigene Zahnpflegeprodukte herstellen? Ja, das ist ja auch die Grundlage, weshalb Lebenskraft pur dann sagte, Mensch, lass uns mal einige deiner Rezepturen umsetzen. Also mir geht es einfach darum, dass wir wieder mehr zur Natur zurückfinden und natürliche Substanzen in unseren Körper hineingeben und nicht den Körper belasten, sondern entlasten und unterstützen in seiner eigenen Fähigkeit zu reparieren. Und das kann unser Körper wunderbar. Unser Speichel ist ein wundervolles Medium, um zu remineralisieren. Dazu braucht es aber einen perfekten pH-Wert in der Mundhöhle. Und das wird unterstützt durch diese basischen Zahnpflegeprodukte. Und da gibt es dann eben auch Rezepturen hier drin, wie man sich das selber herstellen kann für Mundspülungen, für ein Antischmerzgel ist drin, ein Antikariesgel, also verschiedene Rezepturen sind hier drin. Und dann geht es auf die verschiedenen anderen Ebenen noch, die Sprache der Zähne zum Beispiel, was steckt denn an Informationen hinter dem Symptom? Also jeder Zahn hat sozusagen eine andere Nachricht. Da gibt es eben auch so eine Übersicht. Man kann noch viel, viel tiefer reingehen, aber in diesem Buch war es mir wichtig, erstmal alles abzudecken und von allem so ein bisschen was weiterzugeben, damit man nicht völlig überfordert ist, sondern wirklich schon mal ein paar praxisnahe Tipps hat, um loszulegen.
Also es ist die Sprache der Zähne drin, dann sind die Meridiane drin. Ich habe die, habe eine Ohrakupressur mit reingegeben. Also man sieht hier zum Beispiel, da steht dann, welcher Zahn, um welchen Zahn es sich handelt. Und man kann dann die entsprechenden Punkte am Ohr raussuchen und kann das zum Beispiel massieren, um auch eine Unterstützung auf der Meridianebene zu haben. Ich habe das Zahn-Yoga entwickelt. Da gibt es dann die Übungen, kann man sehen, welche Übungen kann ich denn für welche Zähne durchführen. Es sind Affirmationen drin, um die Ursachen von Zahnbeschwerden, die auf geistiger Ebene sind, eben anzugehen, Blockaden zu lösen. Die Chakren sind mit drin, Meditation ist drin. Ich gucke gerade hier durch, was ist noch. Dann gehe ich genau drauf ein, auf die einzelnen Krankheiten, Parodontitis, Karies, Wurzelentzündungen. Wie ist das aus holistischer Sicht und wie kann man das unterstützen, ja, über die Ernährung zum Beispiel gibt es dann auch für die Parodontitis einen bestimmten Smoothie. Welche Nahrungsmittel sind besonders gut für die Zahngesundheit? Da gibt es auch eine Liste mit Erklärungen. Also es sind also es ist einfach breit gefächert für die gesamte Thematik, mal einen anderen Blick auf Zahnsymptome zu bekommen und zu verstehen, dass man ja bei Zahnsymptomen nicht immer dem Zahnarzt ausgeliefert ist und sich in so einer Opferrolle wiederfindet, sondern dass man ganz viele Dinge selber unterstützen kann und in die Eigenverantwortung mehr kommt und mit auch leichten und mit Dingen, die Spaß machen. Also wenn ich rausgehe, Wildkräuter sammeln, habe ich Freude, bin in der Natur. Wenn ich Yoga mache und meditiere, habe ich ja auch noch einen anderen Nutzen, als nur die Zahngesundheit zu unterstützen. Und so wird so ein holistisches Leben einfach auch zu einem Leben, was Spaß macht, was im Fluss ist und wo man dann merkt, hey, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, gesund zu bleiben. Ne? Also das ja, das hast du ja auch in deinem Buch, dass die Organe mit den Zähnen verbunden sind. Dass man genau sieht, welche Organe sind mit welchen Zähnen verbunden. Also falls man Zahnprobleme hat, könnte man ja auch schauen, welches Organ steckt dahinter und macht das Probleme. Ich meine, zu erinnern, dass du auch schon mal gesagt hast, wenn dann dieser eine Zahn Probleme macht, dann liegt, das ist ja nur, das macht sich ja nur materiell bemerkbar. Aber die Ursache dafür, wenn man das so holistisch betrachtet, liegt schon viel früher. Das können ja auch seelische Themen sein. Ne, die können ja schon viel früher verursacht sein, dann später manifestiert. Auf jeden Fall, das ist das, was ich eben meinte, so mit dem Eisberg, wenn wir den Eisberg uns angucken und wenn wir, oder mit dem Fundament, wenn es im Fundament wackelig wird, dann sehen wir das einfach noch nicht. Ja? Die geistige und die seelische Ebene, die ist oft nicht in unserem Bewusstsein da. Also es ist einfach wirklich so, da unten passiert oftmals schon ganz viel und wir nehmen das noch nicht wahr. Und dadurch, dass wir es nicht wahrnehmen, versucht der Körper eine Möglichkeit zu finden, dass wir es wahrnehmen. Und wie nehmen wir etwas wahr? Indem wir es sehen oder indem wir es fühlen. Also wenn jetzt etwas wehtut, dann werden wir auf einmal aufmerksam und merken, da ist was nicht in Ordnung. Aber das ist eigentlich schon das Ende der gesamten Geschichte, also die schon viel früher begonnen hat. Und deshalb, also das Symptom ist auch nicht etwas, was uns was Böses will, sondern es will uns eigentlich auch was aufmerksam machen. Ja? Und insofern gilt es, zu tiefer zu schauen und zu schauen, okay, was liegt denn da drunter? Warum ist es auf körperlicher Ebene dazu gekommen? Und dass man eben erstmal das Fundament stabilisiert, weil wenn ich oben nur sozusagen drüber spachtel und wieder verschönere und auch natürlich stabilisiere, hat es keinen Wert, wenn es unten drunter weiterhin wackelig ist, dann ist es eine Frage der Zeit, bis es oben wieder kracht. Und insofern muss eigentlich jede Therapie an der Basis beginnen. Ja, analysieren, was steckt denn dahinter, also auf geistig-seelischer Ebene. Und das kann man mit der Sprache der Zähne sehr schön analysieren. Also da bekommt man schon ganz viele Antworten. Und dann hat man die Möglichkeit, das eben auch persönlich erstmal zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn man sieht, okay, der Zahn liegt auf dem und dem Meridian. Dann macht man zum Beispiel
die Yoga-Übungen, die zu den Meridianen gehören, um da die Blockade schon mal etwas zu lösen. Oder ich gucke mir an, wo auf dem Ohr ist dieser Punkt, der dazugehört, und dann kann ich dort eben auch schon den Energiefluss aktivieren im Meridian und dadurch eine Blockade helfen aufzulösen. Man kann aber auch dann natürlich gucken, welches emotionale Thema steckt denn hinter diesem Zahn, und kann dann eben entweder selber auf die Spurensuche gehen oder sich natürlich auch Hilfe holen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben auch seelische Traumata zu identifizieren und zu lösen. Es gibt ganz tolle Techniken wie Psyche, was der Bruce Lipton entwickelt hat, EMDR mit den Augen. Aber du hast vorhin von der Soul-Hypnose auch gesprochen. Das ist auch eine wunderschöne Möglichkeit. Also man kann viele Dinge dann machen, um das Thema zu lösen. Also das macht nicht der Zahnarzt, sondern da ist man dann selber gefragt. Und ich vergleiche das immer so gerne. Du bist irgendwann der Dirigent im Orchester. Also du dirigierst sozusagen deine eigene Gesundheit oder Gesundwerdung. Und dabei gibst du eben Aufträge in Auftrag. Und du beauftragst den Zahnarzt im Zweifel, aber ganz klar, und sagst, was du willst. Nur nicht er sagt, was du sozusagen als Behandlung bekommst, sondern du bist mit im Boot. Also du bist auf Augenhöhe und kannst dem Zahnarzt sagen, das möchte ich oder das möchte ich erstmal noch nicht. Vielleicht probieren wir es so erstmal, oder wir warten noch ein bisschen, bis ich das andere erstmal angegangen bin. Oder man sagt, okay, das ist so schlimm, da muss der Zahnarzt sofort aktiv werden und stabilisieren erstmal. Aber gleichzeitig muss unbedingt die andere Ebene auch noch bearbeitet werden. Also die Dinge gehen dann Hand in Hand, aber der Patient ist derjenige, der die Strippen in der Hand hält. Und das macht energetisch schon was ganz anderes, als wenn ich mich als Patient in dieser Hilflosigkeit wiederfinde und sage, okay, ich habe jetzt, aber ich kann da ja nichts machen, und ja, der Zahnarzt muss das wieder in Ordnung bringen. Also es steckt viel mehr dahinter, als was man manchmal meint. Ja. Und viele Menschen denken auch, du kommst zum Zahnarzt, der macht dann das Loch zu oder behebt das Problem und dann ist alles gut. Also es steckt viel mehr dahinter mit deinem Betrachtungsansatz. Ne? Das Interessante ist, dass wir eben in der Praxis das schon immer erlebt haben, dass gewisse Leute immer wieder kommen müssen, obwohl sie eine gute Mundhygiene haben, obwohl sie sich gut ernähren. Immer wieder sind irgendwelche Symptome an den Zähnen und man fragt sich, warum. Also das sind oftmals gerade die Patienten, die es überhaupt nicht verdient haben, ja, dass das ständig passiert. Und mit der holistischen Betrachtung hat man auf einmal eine Möglichkeit, noch woanders nach einer Ursache zu gucken. Und ich habe ja auch Kurse und ich habe einen Mitgliederbereich, wo wir auch über solche Themen uns austauschen, oder ich mache auch Coachings. Und da sehe ich immer wieder, dass wirklich ganz, ganz viele Dinge erklärbar werden. Also zum Beispiel auch, warum ein Implantat bei jemandem nicht einheilt und immer wieder rausaltert, und man weiß genau, es ist ordentlich gearbeitet worden. Ne? Und dann kann man viele Dinge eben bei der Analyse erkennen, was dahinter steckt. Und wenn das gelöst ist, dann heilt auf einmal ein Implantat ein, was vorher nicht eingeheilt ist. Ne? Also da kann man wirklich ganz tolle Sachen beobachten. Also dein Buch klingt auf alle Fälle vielversprechend, ein ganz toller Ansatz, also begeistert mich auf alle Fälle. Und jetzt für Interessierte, wo kann man dein Buch kaufen oder bestellen? Also mein Buch ist bei Lebenskraft pur, da wo es eben auch das Zahnpulver gibt, dort kann man es kaufen. Und dadurch, dass das Buch gerade erst veröffentlicht wurde, haben wir uns auch dazu entschlossen, das ist ganz selten, also Lebenskraft pur ist eine kleine Manufaktur, die eben auch nicht so eine große Marge haben. Ich habe es hinbekommen, dass ich das Buch in diesem Monat zu einem Sonderpreis auch verkaufen darf. Also statt 18,90 Euro kostet es in diesem Monat 15,90 Euro, also 3 Euro Rabatt. Den Rabattcode, den kannst du ja dann vielleicht hier unten reingeben. Einfach Buch 19, Buch klein geschrieben, 19 dahinter. Und den Link wirst du ja auch unten drunter geben, und dann kann man auf der Seite von Lebenskraft pur den Gutscheincode eingeben und dann kriegt man es billiger. Okay, ich denke mal eine gute Investition in die Gesundheit, wenn man auf einmal so tolle Tools in die Hand bekommt, was man alles machen kann.
Also ich bin da auf alle Fälle sehr beeindruckt und freue mich schon, das Buch zu lesen. Und zu diesem Buch möchte ich noch sagen, dieses National Laub von dir, das gibt es nur bei Amazon. Ne? Das, mhm. das stellt nur Amazon her. Das gibt es leider nicht bei Lebenskraft Pono, bei Amazon. Nur für diejenigen, die das dann vielleicht auch gleich mitbestellen wollen und vergeblich suchen, da setze ich aber auch den Link unten hin. Das sind super. Viele tolle Rezepte, also wirklich auch viele vegane Rezepte, muss man dann wirklich dazu sagen. Und dann auch noch ein Teil für diejenigen, die einfach tierische Produkte entwickeln. Also da ja auch was für meine Jungs zum Beispiel dabei, die ja keine Veganer sind. Und was ich noch dazu sagen wollte, weil es hatte sich auch eine Dame beschwert, dass das eben nicht nur ausschließlich vegane Rezepte sind. Für mich war es wichtig, dass ich einfach allen Menschen was anbiete. Und ich meine, du weißt es selber, ich war auch eine ganze Weile lang vegan und man musste sich am Anfang auch von normalen Rezepten eben, musste das umkreieren ins Vegane. Und das kann man ja letztendlich auch mit Rezepten, die im Buch drin sind, die vielleicht dann tierische Produkte enthalten sollten, kann man das ja austauschen. Also wenn da zum Beispiel Ghee drin ist, dann kann man das austauschen gegen Kokosöl ganz einfach. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das auch spielerisch dann auch umwandeln kann. Ne? Also, wobei die Hauptlast eigentlich schon auf pflanzenbasierten Rezepten liegt. Ja, also finde ich auf alle Fälle zwei ganz tolle Bücher, wenn man sich für gesunde Zähne interessiert, also für gesundes Naschen und wenn man auch so ein paar nochmal interessante Tipps dazu gewinnen möchte, wie man einfach noch die Zähne gesund halten kann, beziehungsweise wenn es Probleme gibt, wo könnte man drauf schauen. Ja. Und es wird auch sehr viel einfacher, wenn man mal diese ganzen Aspekte betrachtet hat, was überall mit einfließt und Einfluss auf die Zahngesundheit hat. Wenn man das mal so ein bisschen begriffen hat, ist es auch ganz einfach, es sich selbst zu erklären. Also man braucht nicht immer eine Anleitung. Mein Anliegen ist auch, dass die Menschen in die Eigenverantwortung kommen. Also die sollen nicht die ganze Zeit bei mir die Antworten suchen. Mir ist es am liebsten, jeder macht sich selber sozusagen zu seinem eigenen Experten und setzt die Dinge im Leben um. Und deshalb sind die Tipps auch, also ich hoffe, sehr praxisnah, ja. Weil für mich das ganz wichtig ist, dass man es eben umsetzt. Es nutzt uns nichts, wenn wir Bücher im Regal stehen haben und wissen, okay, ich habe es mal gelesen. Das nutzt uns nichts. Wichtig ist wirklich die Routine, es in den täglichen Alltag mit einzubeziehen. Dann können die wirklich ganz tolle, also können tolle Sachen passieren, ja, gesundheitsmäßig, ja. Und darum geht es mir. Es geht mir wirklich damit, dass man Lust hat, Dinge zu verändern und sie mit Leichtigkeit verändert. Und dann kann das Leben sehr einfach werden. Ja, danke für deine wundervollen Beiträge dazu, liebe Karin. Sehr gerne. Ja, danke dir auch sehr für dieses Gespräch. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Sehr interessant, auch wieder sehr inspirierend. Ja, vielen Dank dir auch. Also du hast mich ja eigentlich ursprünglich inspiriert. War ja nicht umgekehrt, sondern ich bin ja auf meiner persönlichen Reise, bin ich ja über dich gestolpert und vor allem, ja, ich glaube schon 2014 über deine Wildkräuter-Videos. Damit hat es begonnen bei mir und du siehst, die Wildkräuter sind immer noch ein ganz großer Bestandteil in meinem täglichen Leben, auch hier zu Hause. Also bei uns ist es auch so, wenn wir wandern viel, wir gehen gerne in den Wald und wir finden immer etwas im Wald. Und wenn es manchmal die Baumblätter sind oder eben auch bei Tannen und Fichten findet man auch immer etwas, das man essen kann. Also das ist schon schön, wenn man eben diesen Horizont auch erweitert und die Natur mit integriert in das tägliche Leben, also nicht nur um Ruhe zu finden, sondern auch kostenlos da draußen wundervolle Nahrungsmittel, die voller Nährstoffe stecken, zu sammeln, das finde ich wunderschön. Das verbindet irgendwie so alles und das ist ja auch dieser Grundgedanke von, ja, das große Ganze. Alles gehört irgendwie zusammen. Schönes Schlusswort, liebe Karin. Danke. Genau, und an die Zuschauer, ihr findet die Links oder zu diesen Büchern von Karin unten unter diesem Video beziehungsweise im ersten eingepinnten Kommentar. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Meinungen, Gedanken zu diesen Themen, die Karin angesprochen hat, dann könnt ihr die gerne unter dieses Video setzen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Auch ja, Erfahrungen auch vielleicht mit alternativen Mittelchen so bei Zahnproblemen. Und ja, bin ich sehr gespannt, was da
noch dabei herumkommen. Okay, ihr Lieben, also Karin, bei dir bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich fürs Zeitnehmen und hoffe, dass wir noch demnächst noch mehr Videos zusammen machen können. Ganz sicher. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, den Zuschauern wünsche ich auf alle Fälle noch eine wundervolle Zeit und bis ganz bald. Danke, tschüss.